Kursverfall bei der Lira, Inflation, die durch die Decke geht, das ist das Bild, das die Türkei abgegeben hat dieses Jahr an den Märkten. Krise und Panik, wenn man so will, haben wir hier ja auch schon oft behandelt. Inzwischen gibt es aber neue Entwicklungen und einige davon sind auch positiv. Und das wirft wieder die Frage auf, ist das jetzt vielleicht auch eine Chance, weil ja die türkische Währung, türkische Aktien, türkische Anleihen, alles schon sehr stark gefallen ist. Und damit willkommen bei Zukunftsmärkte zu unserem Türkei-Update. Was ist passiert seit unserem letzten Türkei-Beitrag? Erstmal ein paar Dinge, die nicht so gut sind oder zwiespältig zumindest. Der Leitzins. Notenbank hat den Leitzins angehoben Mitte September und zwar sehr stark um 6,25% nochmal auf 24% jetzt. Also ein heftiger Schritt, wenn man bedenkt, im April, da waren wir da noch bei 12,75% beim einwöchigen Reposatz. Seitdem also Leitzinsanstieg um fast 12% in der Türkei. Durchaus dramatisch. Der Schritt ist zwiespältig. Auf der einen Seite, man hat ihn am Markt begrüßt, da hat man aufgeatmet, da hat man vorher befürchtet, die Notenbank reagiert da nicht angemessen auf die Inflation. Sie schaut tatenlos zu, möglicherweise. Präsident Erdogan, der ist auch vehement gegen Leitzinserhöhungen. Das hat er auch immer wieder gesagt, dass er das verhindern will. Und man hat deshalb befürchtet, die Notenbank wird sich dem fügen. Das hat sie aber nicht getan. Erstmal stattdessen diese starke Leitzinserhöhung. Das hat die Märkte erstmal beruhigt und das kam da sehr gut an. Aber warum ist sie trotzdem zwiespältig? Weil man sich natürlich vorstellen kann, was das anrichtet in der Realwirtschaft. Ein Leitzinsniveau von 24% für die Unternehmen, die sich refinanzieren müssen, für den Staat selbst, der sich ja auch refinanzieren muss. Das wird das Wachstum möglicherweise abwürgen, die Inflation wahrscheinlich auch, aber natürlich auch das türkische Wachstum. Und ich habe es ja schon öfter gesagt, ein solches Zinsniveau, das wünscht sich natürlich kein Staatschef der Welt. Trotzdem, man könnte meinen, es war höchste Zeit, denn 2 Wochen später, da haben wir nämlich auch erfahren, dass die Inflation nochmal stark gestiegen ist im September und zwar auf 24,5%, höchstes Niveau seit 2003. Hier haben wir die Inflationsentwicklung in den letzten Jahren, Verbraucherpreisinflation. Die hat sich stark beschleunigt die letzten Monate und im September, da hatten wir wirklich nochmal diese Eskalation. Und vor dem Hintergrund, 24,5% Inflation, da wirkt der Leitzins mit 24% gar nicht so dramatisch auf den ersten Blick, eher angemessen. Und wir haben dadurch ja auch negative Realzinsen sogar jetzt in der Türkei, zumindest momentan. Alles nicht so schön. Andererseits, das ist eine Momentaufnahme. Die Inflation war immer relativ hoch in der Türkei. Das ist auch eine der Ursachen, warum die Lira dann gefallen ist so dieses Jahr. Aber inzwischen ist es nicht mehr die Ursache. Das ist zumindest mein Standpunkt. Es ist eher die Folge vom Lira-Verfall. Das schaukelt sich jetzt hoch gegenseitig. Die Inflation, die steigt jetzt so, weil die Lira gefallen ist. Importierte Inflation, alles wird teuer, was die Türkei importieren muss. Das wird die drückt die Preise nach oben. Das ist meiner Meinung nach ziemlich offensichtlich momentan. Inflation geht durch die Decke, weil Lira so stark gefallen ist. Mir fällt sonst kein Grund ein, warum sie ausgerechnet jetzt so stark steigen würde. Aber was die Lira selbst betrifft, und da kommen wir auch gleich drauf, die fällt jetzt nicht mehr. Und das ist ein Punkt, das kann die Sache ändern, womöglich die Situation ändern. Das kann die Lage jetzt drehen. Es hängt weiterhin viel ab von der Inflation. Wir müssen die beobachten. Das tun die anderen Marktteilnehmer auch alle. Die nächsten Daten kommen am
Montag, der 5., die Inflationsdaten von Oktober, das auf jeden Fall im Auge behalten, weil wir machen nächste Woche keinen Türkei-Beitrag. Wir haben natürlich auch andere Themen, die wir machen wollen. Aber grundsätzlich an der Türkei, wir bleiben schon dran. Die Türkei ist eins der großen Themen momentan, weil wir da auch so drastische Entwicklungen haben, die man auch manchmal schwer nachvollziehen kann. Und es wird trotzdem von der Berichterstattung her nicht so gut abgedeckt, zumindest bei uns im deutschsprachigen Raum und zumindest wenn es um die wirtschaftlichen Aspekte geht. Drum, wir bleiben dran, bleiben Sie auch dran. Sie wissen ja, unser Kanal Zukunftsmärkte, den können Sie auch abonnieren. Beim Anmelden gleich Glöckchen drücken, das ist die Benachrichtigung für neue Beiträge. Wir decken die Türkei selbstverständlich ab und auch viele andere Emerging Markets, wenn sie interessant sind und wenn sich da was Wichtiges tut. Aber was die türkische Inflation betrifft, ich wäre nicht überrascht, wenn sie erstmal weiter steigt. Auch im Oktober, im November vielleicht sogar, aus den genannten Gründen. Der Einfluss der Lira, der ist ja nicht weg. Sie ist stark gefallen und das wirkt nach. Das ist noch nicht vorbei. Immerhin, wir wissen aber zumindest, dass sie momentan nicht mehr fällt. Und wir haben ein Leitzinsniveau von 24%, das eigentlich reichen sollte, um die Inflation zurückzuhalten, zurückzudrängen. Das greift sicherlich nicht sofort, aber irgendwann wird es wahrscheinlich eben doch greifen. Und das ist auch der Standpunkt der Notenbank. Da war letzte Woche ja wieder Zinssitzung und diesmal, da hat man sich entschieden, man hebt den Zins nicht nochmal an. Man hat ihn ja vorher schon stark angehoben und jetzt wartet man aber erstmal ab, wie sich das auch auswirkt. Und das ist vernünftig, meiner Meinung nach. Was ist sonst passiert in der Türkei? Politische Entwicklung, Spannungen mit den USA. Es ist nicht alles toll, nach wie vor nicht. Es gibt aber positive Tendenzen. Es ist immer schwer zu sagen, wie sich das am Markt auswirkt. Auf die Lira zum Beispiel, das kann man nicht so einfach greifen, aber es wirkt sich natürlich aus irgendwo. Und Entspannungstendenzen sind nie verkehrt. Die Lage scheint jetzt zumindest so zu sein, dass man leben kann damit am Markt von Devisenmarktseite her. Leistungsbilanz, auch ein wichtiges Thema für die Türkei. Im August ein Leistungsbilanzüberschuss plötzlich, der erste seit 3 Jahren und der kommt von der Handelsbilanz her, weil ein gutes hat die gefallene Lira ja, was man am Markt gern vergisst. Es ist gut für den Export, es macht Produkte aus der Türkei wettbewerbsfähiger und das hat sich gezeigt im August. Exportwachstum gegenüber dem Vorjahr 23%. Hier haben wir die Leistungsbilanz seit 2007, also negativ bis zum August, dann dreht sie ins Positive. Es gibt in der Türkei schon eine Grundtendenz. Im Sommer wird es immer besser, da kommen die Touristen. Das hat dieses Jahr auch wieder viel ausgemacht, mehr als in den Jahren vorher. Aber auch die Exporte ganz grundsätzlich, Autoteile, Textilien, Lebensmittel, das ist alles stark gestiegen. Aber das war nicht nur positiv, die Daten. Die Exporte sind gestiegen, aber die Importe, die sind natürlich gefallen um 18% im Vergleich zum Vorjahr. Und für die Binnenwirtschaft ist das kein gutes Zeichen. Man sieht, die Binnennachfrage schwächt sich dadurch ab. Man sieht, die Binnenwirtschaft, die steht jetzt wirklich unter Druck und das wird man merken bei den nächsten Wirtschaftsdaten. An sich war das türkische Wachstum im ersten Halbjahr immer noch ziemlich stark, aber ich denke, das ist jetzt langsam vorbei. Der Außenhandel stützt, aber wir haben die Inflation, die Importkosten, die hohen Zinsen, das alles belastet. Die Wirtschaft steht jetzt unter Druck und da gibt es noch keine Entwarnung. Da wird das Schlimmste wahrscheinlich erst noch kommen. Und es gibt noch eine Seite, von der die Wirtschaft unter Druck steht. Das ist die
Wirtschaftspolitik zurzeit, die Anti-Inflationspolitik. Das Umfeld ist ja stark inflationär, aber die Banken sollen trotzdem Zinsen senken zum Beispiel und die Unternehmen sollen trotzdem Preise senken. Das wird auch kontrolliert. Das sind schwere Eingriffe in die türkische Wirtschaft. Ich weiß auch nicht, ob es funktionieren wird. Es verhindert vielleicht Preisexzesse. Aber was natürlich auch passiert dadurch, es bringt Gewinnmargen unter Druck bei den Unternehmen. Die Kosten steigen und diese steigenden Kosten, die können die Unternehmen nicht mehr so weitergeben in dem Umfang. Was ein großes Problem sein kann. Es gibt ja die Verbraucherpreisinflation natürlich, es gibt aber auch noch ganz andere Preisentwicklungen in der Türkei. Die Erzeugerpreise hier in Rot, und da sind wir schon bei über 40%. Das drückt auf die Verbraucherpreise durch und das will man aber nicht, aber die Differenz, die muss jemand tragen und sind die Unternehmen, das ist der Handel und für die ist das nicht lustig. Insofern Druck auf die Margen, Kaufzurückhaltung, hohe Importpreise und ein stark gestiegenes Zinsniveau. Das ist die Situation der Unternehmen in der Türkei. Eine Folge des Lira-Verfalls kommt verspätet zum Tragen, aber es wird, denke ich, erst jetzt so richtig akut, obwohl sich die Lira ja mittlerweile stabilisiert. Aber gehen wir mal noch direkt zur Lira. Das ist ja unser Ausgangspunkt. Die Lira zum Dollar auf ein Jahr. Wir sehen den Kursverfall, wir sehen aber auch Stabilisierung und zwar schon seit 2 Monaten. Der tiefste Stand, der war am 13. August und der Anstieg jetzt seitdem, der sieht vielleicht noch nicht so toll aus im Vergleich, aber vom Tief aus ist die Lira zum Dollar jetzt schon über 20% im Plus wieder. Das heißt auch, die Erholung hat angefangen einen Monat schon bevor wir die Leitzinserhöhung hatten auf 24%. Die war erst Mitte September. Das mit dem Leistungsbilanzüberschuss, das wissen wir auch erst 2 Wochen. Dann Freilassung Pastor Brunson, Erdogan-Besuch in Deutschland, das war auch alles später, wir waren also schon vorher an einem Punkt möglicherweise, wo man am Markt gesagt hat, wenn es um die Lira geht, was die Lira betrifft, das ist jetzt genug, das ist übertrieben und das alles war auch unabhängig von diesen guten Meldungen, die ja alle erst später gekommen sind. Und was auch wichtig ist, am 3. Oktober zum Beispiel, da gab es diese Meldung, Inflation ist nochmal stark gestiegen auf 24,5%. Schlechte Nachricht, ganz zweifellos, aber auch das hat die Lira nicht mehr belastet. Dann letzte Woche die Notenbanksitzung, keine neue Leitzinserhöhung. Das hat auch nicht mehr belastet. Die Lira ist an dem Tag gestiegen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Und was wir auch sehen müssen, im ganzen Oktober, da ist die Erholung der Lira ja auch weitergegangen, obwohl wir plötzlich international ein sehr schwaches Marktumfeld gehabt haben. Wir haben ja eine Korrektur im Oktober weltweit schon gehabt und normalerweise würde man sagen, das ist nicht die Zeit, wo man mit sowas rechnen würde, mit einem Lira-Anstieg, weil man hat die Lira ja jetzt lang gesehen als Krisenwährung. Und trotzdem Anstieg auch in der Zeit, in so einem Umfeld, gegen den Dollar, gegen den Yen auch, also gegen Fluchtwährungen, klassische Fluchtwährungen eigentlich, das ist nicht selbstverständlich und ja, es ist bemerkenswert. Es gibt einem schon zu denken. Also sind wir jetzt wieder an einem Punkt, wo man investieren sollte in der Türkei? Ich habe hier ja mal gesagt, es ist nicht sinnvoll, in Türkei Anlagen zu investieren, solange die Lira fällt. Zumindest für einen Ausländer, für jemanden außerhalb des Lira-Raums. Aber jetzt fällt die Lira nicht mehr, seit 2 Monaten zumindest. Heißt es jetzt umgekehrt, man soll investieren. Ist jetzt die Krise vorbei? Ich denke, man muss da unterscheiden. Ist die Krise jetzt ausgestanden aus Sicht eines Investors oder Marktteilnehmers oder geht es hier um die Sicht von jemandem, der direkt
betroffen ist, der sein Leben da bestreiten muss in so einer Lage oder um die Sicht von einem Unternehmen dort, das da auch bestehen muss. Da kann man nämlich sagen, da kann es lange dauern, bis die Krise bewältigt ist. Aus Sicht von einem Marktteilnehmer, da ist es vielleicht schon viel früher ausgestanden, weil dann eben schon relativ früh alles so stark gefallen ist, dass es nicht mehr fällt, dass bei den Vermögenswerten in Türkischen der Boden erreicht ist. Das kann viel früher sein als in der Realwirtschaft, wo das alles unter Umständen relativ lange dauert. Aber ich denke, es wird sich eben tatsächlich noch hinziehen. Es wird noch lange dauern, wahrscheinlich die Situation für die türkische Wirtschaft. Die ist nach wie vor nicht gut. Die türkische Wirtschaft ist zwar nicht so anfällig, wie man das öfter mal glaubt hierzulande, aber der Lira-Verfall, Inflation, Zinsen, das sind schon alles Schocks, die die Wirtschaft mit voller Wucht getroffen haben. Das ist alles gerade im Gang und das ist ein Schlag, den die Wirtschaft erstmal wegstecken muss. Und darum türkische Aktien, die sind günstig gerade, gar keine Frage, aber ich bin da noch nicht so optimistisch. Die Lage ist schwierig, wie gesagt, und das wird vielleicht teilweise noch unterschätzt momentan. Ganz anders türkische Anleihen, Bonds in türkischer Währung, Staatsanleihen beispielsweise in Lira, da ist die Lage vielleicht jetzt wirklich etwas anders schon. Die Inflation haben wir festgestellt, kurzfristig ist die noch sehr hoch. Wir haben aber die Stabilisierung der Lira und wir haben das hohe Zinsniveau. Wenn das sich alles hält, halbwegs demnächst, dann wird die Inflation mittelfristig nicht mehr so hoch sein, wie sie jetzt ist. Wenn alle die Nerven behalten, dann kann man meiner Meinung nach die Inflation zurückdrängen, Stück für Stück, und zwar wahrscheinlich schneller, als es momentan aussieht. Und vor dem Hintergrund türkische Anleihen, wenn die Inflation jetzt demnächst zurückgeht, dann ist das sehr hohe Zinsniveau, das wir haben, momentan natürlich sehr attraktiv in nächsten 2, 3 Jahren. Lira-Anleihe zum Beispiel, Europäische Investitionsbank, die ich ja hier auch schon vorgestellt habe, Laufzeit 5 Jahre, noch Rendite pro Jahr 16,5% zurzeit in Lira. Wegen dem Lira-Verfall natürlich, wegen der Inflation. Das ist natürlich sehr interessant, ist insbesondere dann interessant, wenn die Lira nicht mehr fallen sollte. Was ich hier sage, natürlich ganz grundsätzlich, ist immer meine persönliche Meinung, nur keine Anlageempfehlung. Ich kenne die Zukunft auch nicht. Ich kann vielleicht Hinweise geben, ich kann sagen, wie ich was einschätze. Es muss jeder selber wissen, was er macht, was er sich da zumuten kann, welches Risiko er eingehen kann. Lira-Bonds sind spekulativ nach wie vor, aber wenn man ein spekulativer Anleger ist, wenn man damit leben kann, ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt dafür, erste kleine Investments in kleinen Schritten. Risiken sind vorhanden, absolut, aber es gibt eben auch Chancen und die werden langsam greifbar, weil wir nicht mehr mitten in einer Panik stecken. Die Lage hat sich beruhigt, der Markt verdaut schlechte Nachrichten besser und es gibt auch nicht mehr nur schlechte Nachrichten, sondern es gibt immer wieder zunehmend auch gute Nachrichten. Risiken sind, wie schon gesagt, behält der Markt da die Nerven. Auch wenn die Inflation kurzfristig weiter steigt, dann Notenbankpolitik, ist da eine angemessene Notenbankpolitik möglich auf Dauer? Wenn ja, wird das dann auch so gesehen und gewürdigt am Markt? Dann kann es natürlich immer böse Überraschungen geben, aus dem türkischen Bankensektor beispielsweise oder aus der Politik natürlich auch. Und der Markt selbst, Marktdynamik, ist auch immer noch ein theoretischen Belastungsfaktor. Die Anleger sind ja noch immer sehr nervös, was die
Türkei betrifft. Das kann sich alles immer hochschaukeln und zuspitzen. Das haben wir ja gesehen, wie schnell das geht. Und da geht es dann ja in so einer Situation auch nicht mehr unbedingt darum, wie ist die Faktenlage, was wäre da noch angemessen. Und wir haben natürlich auch noch die internationale Marktlage. Wie läuft es an den Börsen insgesamt? Wie gesagt, Lira hat sich im Oktober behauptet in einem sehr schwachen internationalen Marktumfeld. Das war beachtlich. Frage ist, kann sie das wirklich auch, wenn der Markt, wenn die Märkte international wirklich mal auch länger nicht so gut laufen? Muss man alles beobachten, muss man im Hinterkopf haben. Aber unterm Strich, es gibt positive Entwicklungen in der Türkei in Kombination mit niedrigen Bewertungen. Und das kann eine Chance sein. Und wenn man sich für die Türkei interessiert, wie gesagt, meine Empfehlung momentan eher aktiv werden am Anleihemarkt als am Aktienmarkt. Das zur Türkei. Und Sie wissen vielleicht, wir haben nicht nur den Zukunftsmärkte-Kanal, wir haben auch unsere Zukunftsmärkte-Reports. Die sind genauso gratis und unverbindlich. Und da gibt es diese Woche ein Update zu den chinesischen Internetriesen Tencent, Alibaba, Baidu. Nach starken Kursabschlägen in der letzten Zeit soll man da jetzt wieder zugreifen? Und wenn ja, wo? Diese Woche im Zukunftsmärkte-Report. Also gleich anmelden: www.zukunfts-märkte.de. Märkte mit AE, nicht mit Ä. Aber der Link ist hier unter diesem Beitrag auch nochmal. So viel für heute. Wir sehen uns nächste Woche, wenn Sie das möchten. Oder stöbern Sie auch mal ein bisschen in unseren Beiträgen, die schon da sind. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Recherche, viel Erfolg mit Ihren Investments und natürlich wie immer herzlichen Dank fürs Zuschauen.